In dem heutigen Video zeige ich dir, dass du auch mit günstigen Kleidungsstücken ein wertiges Outfit kreieren kannst und das unter 100 Euro und auch noch von Amazon. Viele denken immer, man muss irgendwie teure Kleidungsstücke kaufen oder tragen, um ein wertiges Outfit zu kreieren. Und heute zeige ich euch, dass das nicht der Fall ist. Ich habe nämlich vor kurzem bei Amazon ja ein paar Klamotten bestellt und einfach mal Amazon Fashion ausprobiert. Und heute zeige ich euch ein Outfit, was unter 100 Euro kostet und trotzdem sehr wertig aussieht. Wie immer verlinke ich euch das ganze Outfit logischerweise auch in der Infobox. Starten wir unten mit den Schuhen. Wir haben hier ganz einfache, schlichte, elegante und sportliche weiße Kunstleder-Sneaker. Die Kosten für die Sneaker liegen bei 37 Euro, also halten sich in Grenzen. Ja, ist kein Echtleder, aber trotzdem, diese Sneaker kann man wirklich zu vielen verschiedenen Outfits kombinieren und passen hier auch perfekt. Weiter geht's mit der Hose, die ich trage. Die Hose, die ich hier trage, ist eine Anzugshose, eine schmal geschnittene Anzugshose in dunkelblau. Dunkelblau ist sowieso grundsätzlich immer eine Farbe, die sehr wertig aussieht. Die Hose kommt von Amazon Essentials, kostet sage und schreibe 30,20 Euro. Bei solchen Anzugshosen musst du eigentlich nochmal mitkalkulieren, dass du die Hosenbeinlänge einfach noch mal ein bisschen anpassen muss, weil meistens kommen die einfach zu lang oder das passt nicht so wirklich. Also plan noch mal 10 Euro für einen Schneider ein, dass du die Hosenbeine änderst, aber dann bist du bei 40,20 Euro, was immer noch super günstig ist. Weiter geht's mit dem Oberteil, was ich hier trage, und zwar ein kurzärmeliges Button-Down-Hemd, ebenfalls von einer Amazon-Marke mit einem leichten Muster in hellblau. Und was schön ist an dem Hemd sind die Knöpfe, weil du hast ja hier an dieser Stelle weiße Sneaker an und weiße Knöpfe zu weißen Sneakern, das passt irgendwie wieder, rundet das Ganze auf und noch mal ab. Und das Hemd kostet sage und schreibe 20,05 €. Heißt, summa summarum kostet das ganze Outfit 89,25 €. Und jetzt pack nochmal 10 Euro für den Schneider drauf. Wenn du die Hosenbeinlängen einfach noch ein bisschen kürzen möchtest, dann bist du bei 99,25 €. Also Leute, wirklich ein günstiges Outfit, von dem man nicht direkt denkt, okay, das ist irgendwie super günstig eingekauft, sondern es sieht wertig aus. Es ist ein cooles Outfit, mit dem du zum Beispiel ins Office gehen kannst oder auch dem du im Alltag rumlaufen kannst, wenn es dein Stil ist. Grundsätzlich sagen immer viele Leute, hey Daniel, ich habe nicht genügend Geld, mir irgendwie wertige Kleidung zu kaufen. Leute, dieses Beispiel zeigt, ihr müsst nicht zwangsweise viel Geld haben oder viel Geld ausgeben, um ein wertiges Outfit zu erstellen. Denn wenn man einmal in der Situation ist und nicht viel Geld gehabt hat, wie ich zum Beispiel, und sich dann die Outfits zusammenstellen musste, mit günstigen Klamotten auch zurechtkommen musste, dann weißt du irgendwann, wie es funktioniert. Dann versuchst du einfach mit den zur Verfügung stehenden Materialien, sage ich jetzt mal, das Beste aus dir herauszuholen. Und das gebe ich euch auch auf diesem Wege mit. Leute, holt das Beste aus euch heraus und ihr müsst nicht unbedingt teure Markenkleidung tragen, um gut und wertig auszusehen. Sehen.